Es sollen alle Leser dieses Briefes wissen, dass wir, Konrad Ritter mit dem Beinamen Wascher und unser Sohn Konrad, aus Sorge um unser Seelenheil den Wunsch hegen, nach unserem besten Können dem Kloster Lorch den Schaden, den wir an seinen Gütern verursacht haben, gut zu machen und verzichten völlig auf jedes Recht, das bisher uns oder unseren Erben zuzustehen schien. Wir übergeben freiwillig unsere Güter im Nibelgau mit all ihren Zugehörigkeiten, die uns durch einen erblichen Rechtstitel überkommen sind, und erhalten als Gegengabe nichtsdestoweniger einen Mansus in Buron mit allen Gerechtsamen, unter denen es die Kirche in Lorch bisher besessen hatte. Der Gütertausch zwischen dem Kloster Lorch und dem Ritter Konrad Wascher im Jahr 1271 gilt heutzutage als die erste zweifelsfrei nachweisbare Erwähnung des Wäscherschlosses, diesem eher bescheidenen Bürglein, das ausgerechnet die Wiege des mächtigsten Geschlechts darstellen soll, das je aus Schwaben hervorgegangen ist. Der Staufer. Mitten in Baden-Württemberg liegt das Stauferland, rings um Göppingen begleitet von den Flusstälern der Vils und der Rems. Der Hohenstaufen, auf dem einst die Burg der Stauferkaiser stand, die staufische Grablege im Kloster Lorch und das Wäscherschlösschen, von dem aus der staufische Falke einst zu seinem Flug über ganz Europa abgehoben haben soll. Ein halber Tagesmarsch mag es für die Musikanten in der Stauferzeit gewesen sein, die in der Frühe vom Hohen Staufen aufgebrochen waren, bis sie das zu Füßen des mächtigen Berges liegende Wäscherschloss erreicht hatten. Am Morgen hatten sie zum Abschied noch einmal vor dem Herzog von Schwaben aufgespielt, ehe sie weitergezogen waren ins Tal, zur Burg der staufischen Stammväter, wo sie sich ebenfalls Speis, Trank und vielleicht noch ein paar Münzen extra als Belohnung erhofften. Schon damals war das eine Reise auf historischem Boden. Denn bereits seit Mitte des 11. Jahrhunderts lassen sich die Staufer in der Landschaft ringsum nachweisen. Hier sind sie vom Grafenamt zu Herzögen von Schwaben aufgestiegen, sind vom Tal hoch auf den alles beherrschenden Staufen gezogen, haben dort, sichtbar über allen anderen thronend, ihre Burg gebaut und die Königswürde erlangt, die sie 100 Jahre lang als Kaiser das heilige römische Reich deutscher Nation regiert haben. Wahrscheinlich fast so lange, wie die Staufer aus der Geschichte verschwunden sind, gibt es Auseinandersetzungen um die Frage, ob es sich bei diesem bescheidenen kleinen Schlösschen, dem Wäscherschloss, tatsächlich um die Wiege der mächtigen Herzöge gekommen. Weshalb haben sie sich, wenn überhaupt, dann ausgerechnet hier niedergelassen? Seit über 700 Jahren, seit der Enthauptung des letzten Staufers Konradin, kann über diese Frage spekuliert werden. Urkundliche Belege als unumstößlichen Beweis für die eine oder andere These gibt es nicht. Und es ist auch äußerst unwahrscheinlich, dass noch jemals ein solcher Beleg auftauchen wird. Und so sind wir auf den Spürsinn der Historiker angewiesen. Auf ein Puzzle, bestehend aus Fakten, Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten. Auf archäologische Befunde und auf eine Rückblende ins hohe Mittelalter. Zu den Wurzeln damals in der frühen Stauferzeit.
So könnte das Leben im Wäscherschloss in der hohen Stauferzeit, also in den Jahren um 1200 herum, ausgesehen haben. Die kleine, bescheidene Wehranlage, deren Innenhof in Friedenszeiten mehr einem Bauernhof glich denn einem Schloss. Das Leben hier war eintönig, karg und alles andere als bequem. Es entsprach mit Sicherheit so gar nicht dem glanzvollen Bild einer stolzen, hochherrschaftlichen Residenz, dem Wohnort eines Geschlechts, dessen Aufstieg unaufhaltsam voranging. Ebenso der staufische Graf, der schon im 11. Jahrhundert den Vilsgau beherrschte. Auch er dürfte, trotz seiner hohen Stellung, abgesehen von wenigen offiziellen Anlässen, vom heutigen Blickwinkel aus betrachtet, wohl mehr von einem Bauern an sich gehabt haben, als von einem Edelmann. Öde und einsam war es in solch einem Schloss. Umso willkommener waren da natürlich die Musikanten, die für etwas Abwechslung im grauen Alltag sorgen konnten, wenn sie im Schlosshof ihre Instrumente erklingen ließen und die Hits des hohen Mittelalters zum Besten gaben. Irgendwo hier in der Landschaft unterhalb des Hohen Staufen befindet sich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die Stelle, an der der erste urkundlich fassbare Herr von Büren, der Stammvater aller Staufer, seinen Wohnsitz gehabt haben muss. Dieser Friedrich stammt aus einem vornehmen alten Grafengeschlecht aus dem Ries und nennt sich nun nach seinem neuen Wohnort Friedrich von Büren. Die Namensähnlichkeit Büren, Beuren, Burren weist den Weg. Gelebt hat er Mitte des 11. Jahrhunderts entweder an der Stelle des heutigen Schlosses, im Ort Wäschenbeuren oder auf dem sogenannten Burren, wo damals ein hölzerner Wohnturm stand. Noch heute sieht man dort deutlich Wall und Graben der hochmittelalterlichen Befestigung. Hier stand einst ein Turm, von dem aus das staufische Kernland kontrolliert werden konnte. Durch die Heirat mit einer Tochter des Vilsgau-Grafen war er in Besitz des Landes zwischen Vils und Rems gekommen. Hier hat er seine Burg gebaut. Und wenn das je nicht an der Stelle des heutigen Wäscherschlosses war, so auch keinen Steinwurf davon entfernt. Auf jeden Fall immer in Blickweite des Hohen Staufen, auf dem dann ja die späteren Staufer Herzöge und Könige ihre mächtige Burg gebaut haben. Um das Jahr 1044 hat sich sein Sohn, der wiederum Friedrich hieß, ein Name, der sich wie ein roter Faden durch die staufische Geschichte zieht, mit der reichen Grafentochter Hildegard von Egisheim aus der Nähe von Colmar vermählt. Damit war er nun auch finanziell in der Lage, eine Burg aus Stein errichten zu lassen.